So Leute, auch ich werde mich jetzt mal äußern zum heißen Thema Veganer versus Fleischfresser. Ja, ich habe mir lange überlegt, nichts dazu zu sagen, aber da mich jetzt viele, viele von euch gefragt haben, wo stehst du eigentlich, eher bei den Fleischessern oder eher bei den Veganern, werde ich mich doch dazu äußern. Und da gibt es zwei grundlegende Punkte, die man erstmal beachten sollte. Erstens mal, warum bin ich Veganer? Punkt 1 ist, weil ich keine Tiere töten oder essen möchte, und das ist absolut legitim, weil da kann ich nur sagen, wenn die Einstellung jemand hat, aus ethischem Grund ist es absolut in Ordnung und dann soll er auch die Finger davon lassen. Der zweite Punkt ist der ernährungsphysiologische Grund, wo viele sagen, ein Veganer ernährt sich automatisch gesünder wie ein Fleischesser, und das stimmt nämlich nicht. Ja? Und ich als Ernährungswissenschaftler werde mich nur an den Fakten jetzt ranhangeln und nicht an Pseudowissenschaften, weil davon gibt es auch genug. Ein Mensch, der jetzt nur ketogen sich ernährt und nur Fleisch futtert den ganzen Tag, ja, davon halte ich genauso wenig wie von einem, der sich nur von Körnern oder von Pflanzen ernährt und sagt, Fleisch ist generell schlecht. Ja, generell schlecht ist es nämlich nicht. In Massen übersäuert es unseren Körper, das ist schon richtig, deswegen bin ich auch absoluten Gegner von ketogener oder Atkins-Diät, weil das mit Gesundheit auch nichts zu tun hat. Aber auf der anderen Seite bietet natürlich hochwertiges Fleisch, und da bin ich jetzt beim Kernthema, ich unterstütze auch nicht das Billigfleisch, ja, und ich unterstütze auch keine Massentierhaltung, weil das finde ich total verwerflich, sowas muss ich ganz klar ablehnen, sondern hochwertiges Fleisch, weil Fleisch liefert mir gewisse Aminosäuren, gewisse Mineralien und Vitamine, die einfach in dieser Synergie auch nur vom Körper so vom Fleisch geliefert werden können und auch umgewandelt werden können. Ja, ganz wichtig, nicht nur was ich esse, ist wichtig und was da drin ist, sondern wie kann es der Körper auch umwandeln. Und da fehlt einfach in der veganischen Ernährung sehr viel von diesen Aminobilanzen, die in dieser Synergie nicht arbeiten. Und wohlgemerkt, das ist wirklich ernährungsphysiologisch bewiesen. Und wenn ich jetzt jemandem raten würde, wie sollt ihr euch ernähren, dann geht ihr doch, oder sag ich, geht ihr bitte doch den Mittelweg. Weil die Homöostase, das heißt das biologische Gleichgewicht, da fühlt sich der Körper am besten. Es ist in unserem Universum so, auf der ganzen Erde so, überall so, dass alles, was extrem in eine Richtung geht, nicht gut ist. Ja? Ob das Politik ist, ob das die Weltwirtschaft ist, ob das das Universum ist, völlig wurscht. Und so könnt ihr das auch in der Ernährung sehen. Ernährt euch frisch, mit frischen Produkten, ja, das heißt mit Obst und Gemüse, und setzt gutes Biofleisch ein. Nicht sehr oft in der Woche, aber regelmäßig und konstant. Und dann ist es nach meiner Meinung nach die beste Ernährung. Ja? Nichts extrem dort und nichts extrem dort. Und dieses ganze Tovabo, was da rumgemacht wird, das ist eher Propagandamache. Ja? Weil jeder irgendwo eine Meinung hat und jeder will seins durchboxen. Aber hier geht es nicht, was ist meins und was ist deins, sondern was ist das Beste für euch. Und das Beste für euch ist wirklich, einen Mittelweg zu gehen aus diesen beiden Komponenten. Und des Weiteren wird auch in der veganischen Ernährung viel mit Soja gearbeitet. Und zum Thema Soja werde ich nochmal ein extra Video machen, weil da gibt es nämlich extrem neue Erkenntnisse, die nämlich genau veranschaulichen, dass Soja überhaupt nicht gesund ist und sogar gewisse Gefahren verbirgt. Werde ich aber nochmal ein extra Video drüber machen, sonst sprengt es hier den Rahmen. Aber aus ernährungstechnischer Sicht ist der Einsatz von hochwertigem Fleisch, Rinderfilet, Bio, Hühnchen, Bio, Pute, Bio, also wirklich Bio und teuer, gibt ruhig ein bisschen mehr auch Geld aus. Dann haben auch die Massentierhaltungsleute auch nicht so viel am Start, weil denen geht nachher auch die Substanz aus, sondern investiert eure Kohle lieber dann ins teure Fleisch. Dann werden auch die Biobauern gefördert, finde ich auch, übrigens auch eine sehr gute Geschichte. Und lasst das Billigzeug weg. Ernährt euch ausgewogen, setzt viel Gemüse ein, sehr viel Obst, dass eure Säuren neutralisiert sind. Und dann kann ich euch sagen, ist das der beste Weg. Und wie bei vielen anderen Dingen im Leben auch, ist der Mittelweg der beste. Weg mit den Extremen und euch wird's gut gehen. So, und jetzt könnt ihr euch gerne mal eure Meinung unter das Video posten oder ihr könnt mein E-Mail-Fach bombardieren und sagen, das ist meine Meinung dazu. Liked, wenn ihr denkt, ich habe recht. Dann würde es mich schon mal interessieren, was so eure Meinung dazu ist. Also, nach meiner Meinung, immer schön den Mittelweg gehen, immer schön hochwertig essen, hochwertige Produkte einkaufen. Und dann würde ich sagen, aus ernährungsphysiologischer Sicht und aus dem Stand der heutigen Wissenschaft, ist das der beste Weg für euch. Also, bis zum nächsten Mal und immer sauber bleiben, Leute.